Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Heute geht es darum, dass wir da schon drinne waren und jetzt da nicht reingehen, sondern diese komischen Teile finden, die wir finden müssen für Liberty Prime oder besser gesagt Liberty Reprime. Und dafür müssen wir erstmal hier uns noch ein bisschen umschauen auf dem Dach, denn hier waren wir noch nicht und das wollte ich finden. Eine Lootkiste. Dankeschön. Absolut nichts zu hören. Tja, so ist das halt in einer Totenstadt. Wäre auch komisch, wenn hier etwas zu hören wäre. Oder schlecht für mich jedenfalls, sagen wir es so. So, und runter. Gut, wir müssen das Hospital, das wir, glaube ich, schon zweimal betreten haben, soweit ich mich erinnern kann. Beim ersten Mal haben wir es, glaube ich, einfach nur untersucht. Beim zweiten Mal hatten wir eine Quest. Und jetzt ist das dritte Mal. Was für eine Quest es war, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, hier waren irgendwo noch ein paar Gegner. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, sind Läufer zum Beispiel, aber die sind ja friedlich derzeit. Und wen haben wir denn da? Ein Herrchen. Und ein sehr verwirrtes Hundchen. Denn ich frage mich, wo dieser Hund hinlaufen wollte. Mal ernsthaft. Er ist einfach losgelaufen. Das ist so, als hätte ich so getan, als hätte ich einen Ball geworfen und der läuft verwirrt in irgendeine Richtung. So sah das gerade aus. Naja. Looten wir dann mal das Ganze hier und. Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Ein Blutkäfer. Glaub ich sehen. Ich glaub, das hier ist er. Jawoll. Jawoll. So, ich verpiss mich. Da ist irgendwo noch ein zweiter. Achso, das ist nur das Feuer. Oh, da ist er. Ich hau ab. Tschüss. War mir eine Freude, dich nicht gekannt zu haben. Ich hoffe, du warst nicht legendär, sonst würde mich das ärgern. So, im Hospital. Ist keiner in der Nähe oder so? Ja, wie bist denn du so feines? Ja, hallo? Was das? Was piept hier? Jetzt hör auf, dich hinter der Säule zu verstecken. Ah, da bist du ja. Mutantenhund, aber. Oh Gott! Okay. Er hat mich mit seinem Mutantenhund verarscht. Ist das zu fassen? Der hat einfach mal so den Hintern seines Mutantenhundes hingestellt. Weißt du? Um mich zu irritieren. So dass ich glaube, dass er immer noch steht mit seiner Bombe. Dabei war er schon längst neben mir. Welch raffinierter Bastard. Das war knapp. So, nehme ich alles mit. Na gut. Dann looten wir mal den ganzen Kram. Währenddessen irgendwas noch hinter uns her ist. Ja, kannst mal sehen. Ich bin eigentlich gar nicht feige. Ha, wenn du wüsstest, dass ich hier noch hier bin. Hätte er aber sich was anhören können von seinem Chef. Oh, hallo. Oh. Das war knapp. Warum kein Kübelkopf hier? Ihm würden die Beine abreißen. Und warum? Das kann in den Müll, oder? Nein. Ist das so eine Art Hobby von denen? Beine abreißen? Bowlingkugel! Bam! Jawohl, jetzt können wir unsere Bowlingbahn bauen. Was geht denn? Wo wollen wir die Bowlingbahn bauen, Freunde? Schreibt's mir in die Kommentare, Alter. So. Die Terminals haben wir alle schon gelesen hier, ne? Wir waren zweimal hier drin, selbstverständlich haben wir alles gelesen. Ich höre so eine Art Roboter. Na gut, gehen wir halt nach oben. Ich vermute mal, dass sich das Ganze irgendwo da hinten befinden muss. Weil da auch die Questmarker ist. Ha, ha, ha. Sehr schön. Hallöchen. Oh, irgendwie verfehle ich den ersten Schuss immer. Was zum. Ach, scheiße, Mann. Ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt habe ich die alle am Hals. Toll. Die stecken alle nicht wirklich viel ein, ne? Ist irgendwo schon ein bisschen erbärmlich. Überlebensmodus. Stecken nichts ein. Naja. Naja, naja. Nun denn. Da, das meine ich. Diese Arztroboter, wenn es die in Fallout Shelter geben würde,
die einfach rumlaufen und ab und zu mal den Verletzten ein Stimpack geben. Quasi wie Mr. Handy, der Sachen einsammelt, haben wir einen Protektron, der Stimpacks abgibt. Och, was für ein Zufall. Ich hab einen Schlüssel, habe ich ja schon. Oh, oh, wo ich dir her? Vielleicht von meinen zwei anderen Besuchen hier. Naja. Ja, Hauptsache dafür habe ich keinen Schlüssel, ja. Wenn man eine Tür absperrt, dann immer mit einem verschiedenen Schlüssel. Es muss doch irgendwie so eine Art Generalschlüssel hier geben. Wieso hat jemand einen Schlüssel bei sich, wo nur ein Schlüssel drauf ist? Und der ist nicht mal ein Generalschlüssel. Ach. Oh. Jetzt stirb doch! Was hast du da versucht? Stellt sich da an die Seite und freut sich einen Keks. Oh, wen haben wir denn da? Gut. Ach. Scheiß Visier, ne? Naja, was soll's. So, das nehmen wir mit. Den Typen hinter uns ignorieren wir kurz. Hallo. Und hier ist immer Musik. Ja, dann ist das Radio. Egal, ignorieren wir. Ist bestimmt nicht wichtig. Wir speichern aber ab, denn wir müssen hier reingehen. Wer weiß, was hier drin ist. Oh, ein Jiggles der Motorfe. Ja! Ich mache mir eine Badewanne voll mit denen. Das Geräusch da. Was das sein? Als Maul, komm. Und hier im Überseekoffer ist er, in der Lootkiste ist er. Das ist ein bisschen erbärmlich. Na gut. Gehen wir mal hier rein. Das ist eine Mauer aus der Siedlung. Die erkenne ich sofort. Dahinter ist aber nichts. Was hat das gebracht, das aufzuschließen? Knochen? Nichts? Fleisch. Wow. Der war... Der Wahnsinn. Ich frage mich... Warum sie solche Fleischsäcke machen? Ist das ihre Nahrung? Ich meine, ihr müsst mal vorstellen, wie viele Leute die umgebracht haben müssen. Die haben einfach die ganze Stadt hier in diesem Gebäude umgebracht anscheinend. So, Musik wird einfach ignoriert. Die ist irgendwo da hinten. Brauchen wir nicht. Und laufen wir einfach hier wieder raus. So, das war der erste Streich und dann springen wir hier runter und der zweite folgt zugleich. Wir müssen hier vier Stück finden, das war Nummer 1. Darum begeben wir uns mal zu Nummer 2 im Commonwealth und oh oh. Oh oh, die Stechfliegen. Die Stechfliegen, shit. Hallo? Ja, nice, keiner da. Perfekt. Dann reisen wir so dann zum Flughafen. Ich dachte, ich sollte vier Stück finden. Hä? Naja, okay. Fallout 4 ist ausgefallen. Halleluja. Super, super. Jetzt seht ihr hier gerade meinen Mauszeiger, der verschwindet auch sogleich. Keine Sorge. Alles wird gut, alles wird gut. Zack. Da habe ich schon wieder geöffnet. Nun denn. Wir haben auf jeden Fall fast Level 58. Das heißt, wir können das Ding auf Level 2 machen. Auf Level 2, ja. Wir kommen auf Level 58 und machen nukleare Wissenschaft auf Level 2. So, den Effekt habe ich kurz ausgemacht. Und ich möchte jetzt aber so langsam da hinten hin. Die Frage ist, warum ist er schon wieder ausgefallen? Das ist das zweite Mal in Folge, dass er ausfällt. Gestern hatten wir das mit Carrie. Wo sind wir da hingegangen? Wir sind mit Carrie. Wo sind wir hingegangen mit Carrie? Weiß ich gar nicht mehr. Ach du Scheiße, der Regen, ne? Ah. Wir gehen schnell in die Boston-Ruinen. Duck wird uns der Regen nicht wehtun. Aber wieso soll ich jetzt in die Boston-Ruinen? Oh oh. Habe ich mir gerade fast gedacht, wir sind hier falsch. Seht ihr das? Carrie hat eine Waffe. Wieso hat Carrie eine Waffe, aber schlägt den Händen zu?
Es ergibt alles keinen Sinn und der Regen ist so fucking laut, ey. Wo soll ich denn hin jetzt? Okay, hier ist unsere kleine Basis, wo wir ein Kino oder so errichten können. Ich weiß nicht. Und die Mauer. Da. 4 Stück. Waren da echt alle Bauteile für 4 Stück drinne? Oh, das finde ich jetzt ein bisschen armselig. Ja. Steampacks sind eine wunderbare Erfindung. Findest du nicht auch? Total, Curry. Total. So, 1, da fällt er runter. 2 fällt runter. 3 fällt runter. 4 fällt runter. Ja, wieso nicht? Die werden sich das schon holen, glaube ich, ne? Hoffe ich. Es ist ein bisschen scheiße geregelt. Ich meine, ist ja schön und gut, dass wir jetzt bauen können. Alter, ich muss die Wand richten, ne? Ich muss die Wand richten, Leute. Okay, so schon mal nicht. Das sieht doch gut aus. Wieso geht denn die Tür nicht auf? Kein Problem, Leute. Wir schicken uns einfach durch die Tür. Wo eine Tür ist, sollte auch ein Weg sein. Und deswegen machen wir uns den Weg. Ich könnte auch einfach die Tür entfernen. Würde ich dann meines Lebens freuen. Aber ich mach's mal nicht. So. Ach ja, die sind ja gar nicht mehr hier drin, ne? Klasse. Umsonst gescheatet. Yay. So, einmal unter Optimus Prime durchgehen. Wie heißt der nochmal? Entschuldigung, Proctor Ingram. Es wären alle 4 Aktuatoren. Gebaut und bereit. Alter, nein. Nein, Leute, tut mir leid, aber... Der Regensound, der muss leiser. Der muss definitiv leiser. Wieso ist das wieder auf volle Pulle gedreht? Ich hab's doch runtergedreht. So, Hälfte. Reicht. Obwohl, nee, komm, weiter runter. Viertel. Sagen wir Viertel. So. Gute Arbeit. Genau. Aha, angenehmer. Ich habe die Arbeit an den grundlegenden Systemen beendet und Prime ist startklar. Es wird sogar langsam schwierig, dem System zu erklären, weshalb es sich nicht bewegen kann. Sobald meine Gelehrten die Aktuatoren eingebaut haben, können wir die Arme und Beine anbringen. Was mich zu deiner nächsten Aufgabe bringt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Prime sprechen und sich bewegen kann. Aber es fehlt noch ein wichtiges Element. Seine Atomwaffen. Ohne sie sind seine Offensivfähigkeiten nicht vollständig. Okay. Ja, puh. Was sagen wir denn da am besten? Ja. Primey. Sarkastisch? Wollen wir sarkastisch werden? Ich lauf grad schnell runter zum Super-Duper-Mart und hol welche. Sehr witzig. Ich wünschte, es wäre so einfach. Primes Bombenrucksack ist auf Mark 28 Atombomben ausgelegt. Das sind die Bomben, die während des Großen Kriegs aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Im Commonwealth befanden sich mehrere Basen der Luftwaffe. Daher waren wir davon ausgegangen, dass wir problemlos genug Bomben finden würden. Aber seit unserer Ankunft haben unsere Späherteams nicht eine Bombe gefunden. Das wird ein Problem sein. Ohne Atomwaffenrucksack wird Prime nicht die nötige Feuerkraft haben, um gegen das Institut zu bestehen. Ach so, ja, kein Problem. Die Bruderschaft, die alle retten will, denkt sich einfach, Mensch, wir bauen eine Megamaschine, packen da die Atombomben rein, die die Welt zerstört haben, um die Welt zu retten, oder was? Wie doof seid ihr denn? Ihr seid doch nicht viel besser als diese komischen Institutsleute, ganz ehrlich. Ah, ist das dümmlich. Natürlich hat sie recht. Bevor du aber jetzt die Hoffnung aufgibst, eine Möglichkeit gibt es. Proctor Quinlan hat Aufzeichnungen entdeckt, in denen von einer Militärbasis die Rede ist, in der Atomwaffen gelagert wurden. Wir sind relativ sicher, dass da auch ein paar Mark 28 dabei waren. Das Problem ist nur, dass sich die Basis irgendwo im leuchtenden Meer befindet. Ich weiß schon, wir waren da schon, also macht euch keine Sorgen. Oh nein, nicht schon wieder. Doch. Du solltest besser deine Strahlenschutzausrüstung rauskramen. Gelehrte Halen hat einen Kommunikationspunkt am Rand des leuchtenden Meers eingerichtet. Ich schlage vor, dass du dich zuerst zu ihr begibst, um ein Meldungsprotokoll zu vereinbaren, damit die Atomwaffen per Lufttransport abgeholt werden können, wenn du sie gefunden hast. Bis du zurück bist, haben wir die Arbeit am Prime hoffentlich beendet und du kannst ihm Hallo sagen. Viel Glück, Ritter.
Du ich auch. Karte aktualisiert? Wozu? Ach so, Halen. Na gut. Treffen wir unsere süße Halen wieder. Wegpunkt Echo. Und hier unten müsste die Militärbasis sein, ne? Wächterplatz, genau. Ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie was Episches oder so, aber... Dass da Atombomben gebunkert werden, ist ja schön und gut. Schmeiß mal da ein Feuerzeug rein und dann ist gut. Na gut, gehen wir zu World 95, weil wir da nicht hinreisen können. Oh, guckt euch das an, Level 57. Kurz vor 58. Gott, kriegen wir heute noch die Folge hin? In dieser Folge, die 58? Ich glaube schon. Die Strahlung um jeden Preis meiden. Sie könnte irreparablen Schaden anrichten. Red du nicht weiter. Moment, können Synths eigentlich zu Ghoulen werden? Theoretisch nicht. Theoretisch ist es Synths doch egal. Wenn sie jetzt noch Synths weiterpflanzen können, wäre das genial. Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Du hast es ziemlich weit gebracht, seit du damals zum Polizeirevier Cambridge gekommen bist. Und du hast ziemlich dunkle Augen bekommen, seitdem wir uns gesehen haben. Curry? Curry wollte unbedingt im Bild sein, okay. Und wie läuft es da so? Eigentlich ziemlich gut. Die Synths haben uns gelegentlich angegriffen, aber bisher konnten wir sie immer zurückschlagen. Dank der Verstärkung und der Luftunterstützung ist die Basis ziemlich sicher, würde ich sagen. Alter, bist du creepy. Oh Gott, und die Ghule? Was ist mit diesen wilden Ghulen? Sind sie immer noch ein Problem? Mit dem Vertibird, der uns zur Verfügung steht? Nein, gar nicht. Wie dem auch sei, ich weiß, dass du keine Zeit für Smalltalk hast. Also machen wir uns an die Arbeit. Ich habe die Männer die nötige Ausrüstung aufbauen lassen, um deine Position zu bestimmen, wenn du die Bomben gefunden hast. Wir haben diesen Notrufsender so angepasst, dass er auf einer bestimmten Frequenz sendet, die wir überwachen. Wenn du die Bomben gefunden hast, dann platziere dort einfach den Sender, den Rest erledigen wir. Danach solltest du vermutlich zu Proctor Ingram zurückkehren und ihr Bericht erstatten. Geht klar, Chef. Da haben wir den Notrufsender. Falls ich überlebe, meinst du? Keine Sorge. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich weiß, dass du schon mal im leuchtenden Meer warst. Aber denk daran, den Geigerzähler im Auge zu behalten, okay? Ansonsten wird dich die Strahlung von innen heraus braten. Viel Glück, Ritter. Tja, sag das mal den Atomleuten da hinten. Wie heißen die? Idioten des Atoms. Ich glaube, so war das, ne? Die Idioten des Atoms, stimmt. Alter, die Erfahrung! Der Balken ist komplett blau! Erzähl mir doch nichts! In meinem Speicher war das früher eine Militäranlage. Ja, danke, dass ich das jetzt erst erfahre. Ach, Curry. Verpixelte kleine Curry. So. Da ist der Eingang. Perfekt. Wozu habe ich jetzt das... Hä? Wo habe ich die Erfahrung her? Ich kenne doch diesen Ort schon. Hä? Wie? Was? Hä? Ich kriege hier Erfahrung geschenkt. Wo kommt das her? Okay. Es gibt hier nicht nur Strahlungslevel, es gibt sogar Erfahrungslevel, okay. Na gut, Nuklearphysiker, Stufe 2. Moment, eigentlich müsste sich doch unser Perversitierer auch mit verbessern, oder? Da, Inventar. Auf jeden Fall der Loop des Todes. Der verbessert sich bestimmt dadurch. Ach ja, Lefus Terribles, die haben wir auch noch. Wollten wir noch verbessern. Das werden wir wohl demnächst machen. Der muss verbessert werden, Leute. Und wo ist der Perversitierer? Tesla-Gewehr. Müsste sich auch verbessern. Perversitierer. 2 mm? Hä? Ich dachte, schießt der nicht Stromschüsse? Ich dachte immer, ein Gauss-Gewehr wäre so eine Art Laserwaffe. Ich schwör's, ich habe immer gedacht, ein Gauss-Gewehr ist eine Laserwaffe. Was hat man damals für Munition beim Gauss-Gewehr gebraucht? Können wir da runterspringen, ohne zu sterben? Atomraketen. Dass so etwas Kleines solche Zerstörungen anrichten konnte. Ja. Geronimo, würde ich sagen. Oh Gott, ich sterbe! Okay, ich hab's überlebt. Sehr schön. Das, wir können von überall runterspringen, ohne zu sterben. Das sollte ich mal in der nächsten Folge testen. Na gut. Wo ist die Karte? Da. Natürlich sehe ich das nicht. Natürlich nicht. Das ist alles viel Zünder, ey. Die gehen doch nicht mehr. Ah, hier ist alles tot. Leute, wir können hier durchrennen. Hier ist alles tot. Hier, ich weiß nicht wieso. Aber hier ist definitiv nichts respawned. Gut, wo kein Leben existiert, kann kein neues Leben auftauchen.
vielleicht daher. Man weiß es nicht. So. Ich kenne noch ein bisschen den Weg. Wir können uns gerne so lange unterhalten. Ja, ich finde... Huch. Ach, da ist immer noch der Weg. Okay, ich finde, die Bruderschaft ist ziemlich asozial. Ich meine, die sagen, dass das Institut scheiße ist, weil sie Roboter entwickeln. Und dann entwickeln sie einen Optimus Prime, der sprechen kann und alles Mögliche tötet. Und dann erzählen die was von wegen, Synths sind gefährlich. Ach, Prime ist nicht gefährlich oder was? Es ist so unlogisch. Okay, ich glaube, wir waren hinter dieser Tür noch nicht, oder? Ist hier irgendwo ein Knopf oder so? Kind des Atoms, genau. Die Idioten des Atoms waren ja auch hier unten, ne? Aber tot und beklaut. Müssen wir vielleicht den Fahrstuhl hoch? Ach ja, Freunde, erinnert ihr euch noch? Als ich noch mit toten Idioten durch die Gegend gezogen bin. Oh, ich vermisse den Kleinen. Der hat mir so gute Werte gegeben. Jetzt habe ich dich dabei. Guck mich nicht so an. Guckt immer so traurig. So, und da kam dann immer so ein Ghoul raus. So, die Kiste ist natürlich leer. Wieso auch nicht? Ist ja nichts respawned hier drin. Fraglich, warum? So, jetzt komm. Zieh. So, geschafft. Leuchtendes Meer. Okay, falscher Weg. Lass mich wieder runter. Oh, Moment. Ich bin OP! Ich komme hier sogar rauf. Aber wo ist dann der Weg? Haben wir vielleicht irgendwas vergessen, ein Terminal zu öffnen oder irgendwas anderes? Muss doch noch irgendwas sein. Terminal, irgendwas? Hier vielleicht? Hm. Wir könnten doch einfach die Tür benutzen, das ist eine gute Idee. Oh, ich höre so Schritte. Viele Jahre unbeschädigt zu überstehen, das nenne ich Glück. Oh. Nenne den Grund für deine Anwesenheit. Bruder Henry. Du wandelst auf Atoms geheiligtem Boden. Und da ist auch das Terminal. Bin auf der Suche nach ein paar Atombomben, würde ich mal glatt behaupten, oder? Ja, ja, ja. Guckt ihn euch an. Ein Vollidiot von oben bis unten. Ich bin auf der Suche nach ein paar Bomben. Atombomben. Du trivialisierst das, was hier weilt. Dies ist ein heiliger Ort. Die Kinder des Atoms haben geschworen, diesen Ort bis zur großen Spaltung zu bewachen. Niemand darf ihn betreten. Die große Spaltung? Wollt ihr etwa die Atombomben zünden? Was ist die große Spaltung? Eines Tages wird Atom zurückkehren und seine Berührung wird der Erde die große Spaltung bringen. Sein Leuchten wird sich verbreiten, es wird alles erhellen und unzählige Welten aus uns gebären. Aber dir ist schon bewusst, dass dadurch alle sterben werden? Klar sind das unzählige Welten, aber die sind so verdammt klein, dass das Meteoriten sind. All deine erbärmlichen Taten werden sinnlos sein, wenn Atom zurückkehrt und die große Spaltung diese Welt und alles in ihr säubert. Ja, natürlich, klar. Du wirst diesen Ort verlassen oder du bekommst Atoms Zorn. Oh nein, ich habe solche Angst. Hilf mir, verzeih mir, ich will Buße tun. Ich will Buße tun und strebe nach der Weisheit von Atom. Dir sei vergeben. Nimm das und mach dich bereit, sein Heiligtum zu betreten. Folge dem Leuchten, es wird dich zu den Reliquien führen. Möge Atoms Glanz deine Seele wärmen. Kennwort von Henrys hinzugefügt. Curry hat das gefallen. Weil wir nett waren, weil wir nicht getötet haben. Na gut, Türfernsteuerung. Der Turm ist mir scheißegal. Geh, kann mich mal. Ich weiß auch gar nicht, wozu der Turm da ist, ganz ehrlich. Wenn die Tür zu ist, wen will er abschrecken? Oder es entwickeln sich da Kakerlaken oder so, das kann natürlich sein. Oh. Atoms Zorn. So. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Atoms Zorn allein schon. Ja, ist klar. Okay, den können wir nicht hacken.
Sehr schön. Hier geht's nirgendwo rein. Das nehmen wir mal mit uns mit. Ach, natürlich das rote Tor. Ja, klar, logisch. Wie, das war's schon? Okay, ja. Das sollte der Atombombe sein? Ach nee, die sind hier überall, okay. Ich wollte schon sagen, ja, so ein paar Stück sind das schon, du. Ja, Mini-Atombomben würde ich nicht sagen. Es sind schon ordentlich große Atombomben. Größer als die Mini-Atombomben, deswegen würde ich sagen... Little Atombomben, ich weiß es nicht. Sind Atombomben generell so klein? Oder sind das kleinere? Ja. Naja, lass uns hier abhauen. Das hätten wir dann geregelt. Und ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns den guten alten Prime an, wie verrückt er ist. Ich hoffe, der dreht nicht durch. Wenn wir ihn gleich sehen, werde ich ihn versuchen zu töten. Just for fun. Aber nun gut, Freunde, wir haben den Soll der heutigen Folge geschafft. Wir sind ein Level abgegangen und haben geskillt. Und wie das Rote Meer, heißt das Rote Meer? Auch das Rote Meer? Ne, das Leuchtende Meer. Anders aussieht mit Mods. Echt krass. Hallo, Leuchtender. Ich sehe sie. Ich will sie nicht. Ach, das Spielchen schon wieder. Nun gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ich töte den jetzt noch kurz und dann würde ich schon mal jetzt mich verabschieden. So, dass ihr Bescheid wisst, die Folge ist damit gegessen. Haut rein, euer Zero und tschüss. Hier ist nichts mehr, okay. Tschüss.